idealism prevails. Make the world a better place. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Freut mich, dass ihr da seid und dass ihr euch so wohl fühlt hier. Ich möchte eigentlich eingangs auch gleich einmal die Gelegenheit nutzen, um dir, lieber Hermann, und auch dir, lieber Heimer, dafür zu danken, dass ihr von Beginn an auch an das Projekt Verein Gecko geglaubt habt. Und ich glaube, dass wir von Beginn auch irgendwie gespürt haben, dass da eine Verbindung ist und dass wir hier in die gleiche Richtung gehen. Und wir haben, glaube ich, wir wissen beide, dass es ganz, ganz wichtig ist, jetzt da hier etwas zu tun für die neue Zeit. Dinge zu machen, die vielleicht sonst nicht so passieren, aber die, glaube ich, einfach notwendig sind, damit wir als Gesellschaft insgesamt auch weiter uns entwickeln können. Und unser Motto ist ja, die neue Wege gehen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir haben gerade in den letzten 3 Jahren gemerkt, dass das, was bis jetzt war, nimmer mehr so toll ist. Und immer mehr Menschen haben auch gemerkt, dass sie so nicht mehr leben wollen, sind aber trotzdem noch in ihrem Käfig, in dem Korsett drinnen, das nämlich aus Arbeit und Materiellen und so weiter besteht. Und viele davon sind sehr unzufrieden. Und ich glaube, dass auch Corona ein Katalysator war, dass diese Unzufriedenheit jetzt einmal wieder mal raufkommen kann. Und deshalb ist für mich auch diese Corona-Zeit so wichtig gewesen, weil sie einfach gezeigt hat, wo wir als Gesellschaft stehen und was eigentlich in den letzten Jahrzehnten alles so passiert ist. Und ich glaube, die jetzt so stark das erkennen und so in den Widerstand gehen und kämpfen gegen etwas, was eigentlich nichts Neues ist, die sehen jetzt auch, dass sie da in den letzten Jahrzehnten, ja, ich würde jetzt einmal sagen, hinters Licht geführt worden sind, wo sie hingegangen sind, geworden sind, ja, und dass es so einfach jetzt nicht weitergeht. Und für mich gibt es 2 Dinge, und ich habe das auch am eigenen Leben auf Leib erfahren. Das eine ist, wie geht's mir in der Gesellschaft, wie geht's der Gesellschaft? Und das zweite ist aber, glaube ich, was das Zentrale ist, wie geht's mir als Person, als Mensch? Bin ich mit meinem Leben, so wie es ist, zufrieden? Und da, glaube ich, ist noch Handlungsbedarf oder da ist noch ein bisschen ein Weg nach oben, um diese beiden Aspekte zusammenzuführen. Im Moment habe ich den Eindruck, dass sehr stark der äußere Aspekt in der Gesellschaft hervorkommt, also wie furchtbar alles ist, was die Mächtigen mit uns machen, welche Pläne es da gibt, wie sie uns unsere Freiheitsrechte einschränken, was sie mit uns alles planen und wie das alles passiert und wo wir nur Spielbälle sind. Und da geht es auch sehr stark um Angst und um Ohnmacht. Und diese Angst und die Ohnmacht diese Angst und diese Ohnmacht führt dann oft dazu, dass wir uns ganz schlecht fühlen und wir aggressiv werden und gegen andere vorgehen. Und ich würde jetzt sagen, dass gerade Corona all das so schön aufzeigt. Die Entwicklung dorthin, wo wir jetzt stehen. Ja.
der Widerstand, der für mich noch nicht ganz dort angekommen ist, diese beiden Bereiche zu verbinden. Und der Widerstand ist im Moment so, dass er in die Ablehnung geht, in die Ablehnung von etwas geht, was immer schon da war, was jetzt plötzlich gesehen wird und wo aber es jetzt darum auch geht, ins Handeln zu kommen. Und da, glaube ich, spielt dann der zweite Aspekt hinein, nämlich, was heißt Handeln? Ich kann nur handeln, wenn ich weiß, was ich möchte. Und dieser Aspekt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Moment. Und deshalb ist Corona für mich so toll gewesen in den letzten Monaten, weil es uns einfach zeigt, was jetzt jeder Einzelne von uns zu tun oder tun könnte, ja, zu hinterfragen, nämlich, ob das Leben, das ich jetzt so führe, passt. Wie geht es mir damit? Gehe ich mit Mitmenschen so um, wie ich es eigentlich machen möchte? Habe ich das Leben, die Freude, die ich eigentlich haben möchte? Sind meine Wünsche alle erfüllt? Wo geht es hin? Was ist meine Vision? Was ist meine Berufung? Und das lässt sich so leicht sagen, aber ich habe erkannt, dass die letzten 5 Jahre, seitdem ich zwangsweise in Pension versetzt worden bin, nach meiner Krebserkrankung, dass da ganz viele wunderbare Dinge waren. Ja? Und ich habe eine Erfahrung machen dürfen, wo es genau in diese Richtung geht, warum bin ich hier, was soll ich weitermachen, wie geht es weiter. Und Corona war ein Thema, das bei mir ganz zentral dann wurde, auch als Richter, weil ich mir gedacht habe, irgendwo ist die rote Linie, hier muss man aufstehen. Und ich war auch im Widerstand. Ich war sehr stark im Widerstand, war dann auch aktiv, habe mich eingebracht in politischen Diskussionen, habe Leute unterstützt. Und da ist es immer wieder darum gegangen, um Ablehnung zu sagen, das System ist böse, wir müssen etwas tun dagegen, Grundrechte werden eingeschränkt. Die eine Sichtweise. Immer wieder eher so in eine Richtung. Und ich glaube im Nachhinein gesehen, dass wir oder ich auch am Anfang, vor allem am Anfang, nicht gesehen habe, wie es den anderen geht. Nämlich die, die an Corona nicht glauben, aber die einfach die Gefahr als real gesehen haben. Und mit der Zeit hat sich bei mir dieser Wandel ergeben, zu sagen, dieser blanke Widerstand ist der zielführend und vor allem ist er unterstützend für mich. Weil wenn wir die ganzen Nachrichten lesen, dann wissen wir zwar ja, wie furchtbar es ist, aber es macht ja auch etwas mit uns. Und ich habe sehr stark immer wieder diese negativen Emotionen mit diesen Nachrichten bekommen. Und irgendwann einmal war dann diese Bewegung da, wo ich gesagt habe, so, mir reicht's. Ich will diese Nachrichten nicht mehr haben. Und habe einmal 3 Tage lang alle Kanäle nicht mehr beachtet. Mir ist wirklich gut gegangen da. Es ist eine Freiheit, ja? Eine Freiheit für dich in deinem Leben. Weil eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, das, was im Außen ist, berührt uns ja nur insofern, als wir es zu uns ins Innere lassen. Und ich habe es dann wieder gesehen, wenn ich mir die Kanäle angeschaut habe, das war furchtbar. Ich bin wieder in diese Angst gekommen. Und das hat mir dann gezeigt, dass das eigentlich ist, wo ich mir eigentlich nicht gut ist. Ja?
Und ich habe mich dann gefragt, ist das notwendig, diese Kanäle auch noch weiterhin zu sehen? Jetzt kann man sagen, natürlich, wir müssen das sehen, weil wenn wir das nicht sehen, wissen wir nicht, was passiert und können nicht reagieren und sind desinformiert und haben noch mehr Gefahr, dass uns irgendetwas passiert, was wir nicht wollen. Auf der anderen Seite sage ich aber, inwieweit haben wir wirklich eine Möglichkeit, etwas auf dieser höheren Ebene zu verändern? Ich meine, wenn ich mich jetzt in die Nesseln setze, dann mache ich es bewusst, um hier einen Denkprozess anzusetzen. Aber Demonstrationen hat es immer gegeben, Widerstand hat es immer gegeben, all diese Dinge hat es immer gegeben und es hat sich aus diesen Situationen oder aus diesen Bewegungen immer sehr wenige verändert. Verändert hat sich immer etwas, wenn mehr Leute zusammengekommen sind, wenn die Leute von sich aus gesagt haben, sie möchten etwas ändern. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Veränderung passiert bei uns selbst. Und wenn wir uns in unserem kleinen Umfeld nicht verändern, dann wird sich im Außen auch nicht viel verändern. Aber wir können nicht erwarten, dass irgendetwas im Außen passiert, damit wir unser Leben verändern können. Und das ist das, was wir auch im Verein leben, nämlich nicht so sehr in die Ablehnung zu gehen, zu sagen, nein, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, sondern sagen, was möchte ich eigentlich? Also von der Weg-von-Bewegung in die Hinzu-Bewegung zu kommen. Und da geht es dann wieder darum, ich kann diese Bewegung nur machen, wenn ich weiß, was ich will. Wenn ich kein Ziel habe, kann ich auch nicht wohin gehen. Und das ist, glaube ich, jetzt der wichtigste Moment bei uns im Leben, dass wir uns das bewusst werden, dass wenn wir in diesem Widerstand bleiben, wenn wir in dieser Ablehnung des alten Systems bleiben, wir immer da drinnen bleiben werden und wir werden uns nicht weiter verändern. Und wir stecken drinnen. Veränderung wird es nur geben, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen und uns dann für uns bewusst werden, was wollen wir im Leben, welches Leben wollen wir leben. Und dann geht was weiter. Und interessanterweise, in dem Maße, in dem ich das erfahren habe für mich und geklärt habe, in die Klarheit gekommen bin, in dem Maße war dann das, was im Außen passiert, für mich nicht mehr wichtig. Weil ich ja gewusst habe, wo ich hingehe und das war viel wichtiger, der Fokus war dann genau in diese Richtung, das zu erreichen. Und das ist eh schwierig genug, dass man dann eigentlich gar keine Zeit mehr hat fürs andere. Und das ist das Schöne, wenn man das einmal für sich überlegt und reflektiert und für sich hier Klarheit bringt, dann, glaube ich, wird das Leben einfacher. Und dann ist egal, was draußen passiert. Und ich glaube, diese innere Stärke wird uns dann auch dazu führen, dass wir trotz dem, was draußen passiert, auch noch das machen können, was wir wirklich wollen. Und wir haben es gesehen, wie das System reagiert auf Leute, die Druck erzeugen und die in den Widerstand gehen. Und wir haben auch gesehen, wie es zig Leute gibt, die eben nicht in den Widerstand gehen, sondern die einfach ihr Leben weiterleben. Und ich glaube, hier dürfen wir uns überlegen, in welche Richtung gehen wir. Und das ist das, was für uns so jetzt das Credo geworden ist. Also nicht gegen etwas kämpfen, sondern für etwas seine Energie, seine Zeit, seine Kraft verwenden. Und wir im Verein wollen eben genau das machen, dass wir genau die Menschen ansprechen wollen, die genau in diese Richtung gehen wollen und hier eine Bühne bieten,
einen Hafen bieten, damit wir das gemeinsam machen. Ja. Gemeinsam den Umbruch, den wir jetzt haben, als Chance nutzen. Und so stark zu werden, dass wir selbstbestimmt unseren eigenen Weg gehen können, im System und vielleicht sogar dem System das eine oder andere Schnippchen schlagen. Und wir werden dann nämlich diese ganzheitliche Gesundheit und Ausgeglichenheit erfahren, wenn wir uns selbst als jemand erfahren, der Herr seines eigenen Lebens ist, der Kapitän des Schiffes ist, auf dem wir fahren, mit dem wir fahren. Und ich glaube, das ist das, was auch Idealisten Prevail ausmacht, dass wir genau in diese Richtung gehen. Und für mich ist immer wichtig Vernetzung. Aber nicht nur Vernetzung im Sinne von schöne Menschen, nette Menschen kennenzulernen, schöne Zeit zu verbringen, sondern Vernetzung hat auch einen höheren Sinn. Und dieser höhere Sinn ist, dass wir uns zusammenfinden, weil jeder von uns hat irgendeine Idee, hat irgendetwas zu tun und kann etwas. Und ich glaube, es ist jetzt die Zeit, dass wir uns hier zusammenfinden und auch alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, zu uns kommen, damit wir gemeinsam eine Strategie entwickeln für uns alle, für eine neue Zeit, für ein neues Leben. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns überlegen, in welcher Energie soll das passieren. Und das wird ganz einfach und ganz automatisch passieren, wenn wir diese Vision, etwas Neues, etwas für alle aufzubauen haben, dann heißt es auch, dass wir alle Menschen wertschätzen, dass wir wertschätzend und mit den Menschen umgehen, dass wir den Fokus nicht mehr auf dem, was schlecht ist, haben, sondern auf dem, was wir wollen, was wir verändern wollen, und dass wir dann auch alle Ressourcen in uns aktivieren können, um das zu erreichen. Und da geht es natürlich darum, dass wir auch erkennen, dass alles, was negativ in unserem Leben ist, hat eine positive Absicht. Und wenn wir diese positive Absicht erkennen, dann dreht sich alles und wir sehen plötzlich, dass wir eigentlich dankbar sind für irgendwelche Ereignisse, die vorher irgendwie negative Emotionen, kritische Denken, Herausforderungen, Nerven, Ärger und so weiter erzeugt hat. Ich kann sagen, das Beste, was mir passiert ist, war meine Krebserkrankung. Und ich glaube, das ist schon eine ziemlich heftige Sache, wenn man weiß, dass man eine Krankheit hat, die final sein könnte, wo man aber irgendwie gespürt hat, dadurch, dass man den Sinn dieser Krankheit erkannt hat, diesen Ruf der Seele über den Körper, welche Energie das in einem erzeugt und welche Bewegungen da passieren. Und das war die schönste Zeit meines Lebens, diese Therapie. Und in dieser Energie, wo wir dann auch mit anderen Menschen liebevoll, wertschätzend umgehen, in dieser Energie sind wir hier alle, die wir hier sind, auch ihr seid in dieser Energie. Und ich glaube, das macht auch die Seelenoase aus, dass wir hier einfach anders, neu umgehen und Neues entstehen lassen. Und das ist dann, wenn wir uns hier regelmäßig treffen und uns verschmelzen im Sinne von einer einzigen Vision und der nachgehen und dann wirklich aktiv daran arbeiten, dann werden wir irgendwann merken, dass wir zu einer großen Familie werden. Und diese Familie kann wachsen. Und ich finde diese Metapher so schön, weil wir brauchen gemeinsame Wurzeln,
die unsere Einstellungen sind und die Familie als Stamm und jeder Einzelne ist dann ein Ast und kann blühen in seiner Herrlichkeit, weil jeder Mensch ist gut und jeder Mensch hat eigentlich von Grund auf eine positive Absicht, möchte alles gut machen. Und es geht darum, auch die Menschen dazu begleiten, diese Essenz, diese Herrlichkeit in sich zu entdecken und im Alltag zu leben. Und wir sind alle, so wie die griechischen Tempel, irgendwann einmal mit einem schöner Tempel auf die Welt gekommen. Und die Sozialisation, die Traditionen, die Glaubenssätze unserer Eltern, die Werte, die wir bekommen haben, all das hat irgendwann einmal dazu geführt, dass dieser Tempel Risse bekommen hat, dass Steine abgebrochen sind. Und ich glaube, die finale und zentrale Aufgabe hier in unserem Leben ist es, einfach wieder diesen Tempel neu zum Strahlen zu bringen. Und das geht natürlich nur, wenn wir in uns sind und uns mit uns verbinden und das leben, was wir wirklich leben wollen. Und da geht es dann natürlich auch um die Frage, welche Themen haben wir, was ist nicht so toll in meinem Leben, wo bin ich vielleicht ein bisschen ärgerlich oder wo verhalte ich mich nicht so toll zu anderen Menschen. Und all das sich anzuschauen, und da geht es sehr stark um Schmerz. Und ich glaube, die Kunst ist es, durch diesen Schmerz durchzugehen. Die Kunst ist es, aus der Komfortzone rauszugehen und einfach zu sehen, wir sind hier, um Leiden zu erfahren, aber durch das Leid dann auch wieder Glück, Wohlbefinden und ein schönes Leben zu erfahren. Und ich sage immer, wir haben im Laufe des Lebens bekommen wir immer mehr in uns, mehr Steine in unseren Rucksack. Und irgendwann einmal ist es dann die Zeit, diese Steine wieder rauszugeben. Ich habe so für mich erkannt, die ersten 45 Jahre in meinem Leben war die Lehrphase, da sind die Steine reinkommen. Und irgendwann einmal, bei mir war es eben die Krebserkrankung, für viele ist es einfach ein Erwachen im Sinne von, es kann nicht mehr so weitergehen. Und dann ist es wichtig, dieses, es kann nicht mehr so weitergehen, wenn ich an dem Punkt bin, dann auch wirklich zu handeln, nicht nur zu wollen. Und dann schön langsam wieder alles rauszugeben. Und das tut natürlich weh, weil wir haben viele Verletzungen von den Eltern bekommen, von Klassenkameraden, im Beruf. Wir sind sicher alle mehr oder weniger im Beruf ausgenützt worden. Ja, wir haben vieles tun müssen, was wir nicht wollen haben. Das sind alles so Erfahrungen, die wir gemacht haben und die prägen uns. Und das Wichtige dann ist, dieses zu erkennen, dass die Person, die wir sind, die sind wir, weil wir vergangene Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir wissen, dass wir vergangene Erfahrungen gemacht haben, dann heißt das, dass diese Person, die wir jetzt sind, die sind wir nicht. Im Sinne von, das ist nichts Veränderbares. Also wenn wir die Erfahrungen gemacht haben, dann können wir neue Erfahrungen machen und dann kann sich auch wieder was verändern. Wir können diese Erfahrungen aufarbeiten, uns anschauen, sie annehmen, viele Situationen annehmen, da geht es einfach sehr stark um Annehmen und auch um Verzeihen, Menschen verzeihen, die einen verletzt haben im Leben. Und wenn wir in diesen Prozess gehen, dann ist viel Schmerz da, aber dann spüren wir auch, dass immer mehr Leichtigkeit, Freude, Glück entsteht, weil wir ja diese Steine rausnehmen. Und der Rucksack wird leichter und leichter und leichter. Und wir kommen im Leben weiter.
Und das ist das, wo wir hier auch in der Seelenoase, im Verein, wo wir die Leute begleiten wollen, in diesem Prozess. Weil Gesundheit ist für uns nicht nur körperliche Gesundheit, sondern Gesundheit ist ganzheitlich, dass es uns gut geht. Und da gehört halt alles rein. Und da gehört der Körper gepflegt, der Geist gepflegt, die Seele gepflegt. Und alles das möchten wir eben dann auch mit Leuten, die in diesem Bereich Erfahrungen haben, mit Leuten, die schon Seminare oder so geben, all das können wir hier in diesem Rahmen unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen, dass sie all diese Dinge, die für sie jetzt im Moment nicht so toll sind und wo es Schwierigkeiten gibt. Und ich lade jeden ein, der irgendwie einen Beitrag leisten möchte, der kann das gern machen. Wir haben da hier auch eben genau deshalb dieses Netzwerk Gesundheit Neu Leben entwickelt. Und für mich gibt es in einer Veränderungsphase und in einem persönlichen Wachstum vier Hauptthemen. Das eine ist die seelische Unterstützung. Das zweite ist die Betreuung im Alltag. Das dritte ist das Mentoring, nämlich um in die innere Kraft zu kommen, die Ressourcen, die wir alle schon haben, zu aktivieren. Und dann eben auch diese Bewusstheit zu bekommen, dass wir ein herrliches Wesen sind und dass wir in unserer Gesamtheit immer gut sind, ja, und dass alle anderen auch gut sind und dass wir in eine neue Form des Miteinanderkommens. Und das, was ich jetzt auch erkannt habe, ich habe mich ja als ganzheitlicher Mentor in Rechtsangelegenheiten und Gesundheitsprävention selbstständig gemacht und arbeite in dem Bereich, und ich merke immer mehr, dass Gesundheit und Recht ganz, ganz eng zusammenhängen. Warum eigentlich? Weil Recht durchdringt unser Leben. Wenn wir aufstehen, bis zum Schlafen gehen, wir sind immer in einem rechtlichen Korsett. Und sogar im Bett sind wir im rechtlichen Korsett. Weil wenn wir keinen Mietvertrag hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch kein Bett. Das heißt, das Recht ist das zentrale Element unseres Zusammenlebens. Und in dem Maße, in dem wir das Recht gut meistern können, in dem Maße werden wir auch weniger negative Emotionen haben und werden wir weniger Herausforderungen im Leben haben und werden wir dadurch auch weniger gesundheitliche Probleme bekommen. In Wahrheit, jedes Problem kann man auf einen rechtlichen Aspekt zusammenfassen. Sei es im Scheidungsrecht, sei es im Verkehrsrecht, im Wohnrecht, überall ist er im Arbeitsrecht. Immer wenn es Probleme gibt, gibt es auch rechtliche Aspekte dazu. Und deshalb glaube ich, dass diese rechtliche Betreuung und Begleitung im Alltag ganz, ganz wichtig ist für die Menschen. Aber natürlich auch alle anderen Themen, was Körper, Geist und Seele betrifft. Und ich kann nur jeden einladen, der etwas den Menschen geben möchte, zu uns zu kommen, mit uns zusammen dieses Netzwerk zu kreieren und auszubauen und neue Aspekte in diesem Netzwerk einzubringen. Ja, da geht es um Kultur, da geht es um Wandern, Naturerleben, Ernährung, vielleicht auch, wir haben zum Beispiel auch ein Spieleamt, also da gibt es viele Möglichkeiten, dass wir hier unser Wohlbefinden dann einfach stärken. Und natürlich dieses Wohlbefinden, das wir haben, das ist sehr individuell und wir können, und das glaube ich auch, das können wir auch in der Corona-Zeit und der Zeit, was wir jetzt haben,
dürfen wir uns das immer wieder vor Augen halten. Wir können niemandem etwas lehren, wir können niemandem etwas sagen, was er tun soll, sondern wir können ihm nur helfen, es in sich zu entwickeln und zu erkennen, was für ihn stimmig ist. Ja. Deshalb ist das, glaube ich, auch nicht eine Bewegung der neuen Zeit, dass man den Leuten sagt, was sie tun sollen. Ja, dass man sich dann rausstellt und sagt, das, genau so geht's. Ja. Wenn ihr alle auf die Straße geht zum Beispiel, wenn ihr bei den Demos mitmacht, wenn ihr zu den Volksbegehren geht, wenn ihr einfach nichts mehr, keine Gebühren mehr zahlt, wenn ihr nichts mehr, keine Strafen mehr zahlt, wenn ihr alles das macht, dann läuft's. Ja. Oder auch zu sagen, wie es gehen soll. Ja. Wie sollt ihr leben? Ja. Viele sagen ja, die einen sagen, die Veganen, es geht alles nur noch vegan, die anderen sagen, es müssen alle zu Hause unterrichtet werden, die anderen sagen wieder, wir dürfen nicht Auto fahren, da passiert ja viel. Ja. Aber im Endeffekt geht es darum, dass jeder für sich erkennen sollte, was für ihn stimmig ist. Ja. Und dann passt es eh eigentlich. Ja. Und das ist halt ein Prozess, der für jeden in seinem Tempo geht. Und wir würden halt uns freuen, wenn wir einen Beitrag leisten können, dass wir halt nicht nur bis auf den Steg kommen und dann dort irgendwo unsere Vision sehen, die wir haben und wo wir alle hinwollen oder wo jeder Einzelne hinwollt, sondern dass wir die Menschen auch begleiten, die Stufen, die mühsamen, oft mühsamen Stufen zu erklimmen, damit sie eben ihre Vision auch wirklich leben können. Die Vision der besten Version ihrer selbst zu sein. Und getreu unseres Nomens, Gecko, gehen wir eben davon aus, dass nicht einer sagen kann, was sein soll, sondern dass wir gemeinsam unsere eigenen Kompetenzen optimieren. Das ist unser Omen. Und da ist es wichtig, eben, dass wir vieles werden. Ja? Und jeder hat eine Erfahrung in irgendetwas. Jeder kann was einbringen. Und diese Erfahrungen, die wir haben, die geben wir dann in einen Topf und jeder kann sich für sich das rausnehmen, was er möchte. Ja, also nach dem Best-Practice-Modell, Mitglieder unterstützen Mitglieder in ihre Selbstständigkeit. Und ich glaube, das ist das Lernen der neuen Zeit. Ja. Anbieten, etwas anzubieten, nimmst das, ist gut, wenn nicht, bist du auch okay. Ja. Und nicht dann zu sagen, nein, nur weil du das jetzt nicht glaubst, was ich sage, bist du schlecht. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren genug gehabt. Das bringt es nicht. Ja. Und in diesem Sinne, was wir anbieten, ist eben so eine ganzheitliche Begleitung, wo es eben in der Seelenoase diese Gemeinschaftsmöglichkeiten gibt, dass wir eine Gemeinschaft werden, dass wir uns gegenseitig keinen Rat geben, sondern einfach nur unsere Meinung sagen, einen Tipp geben, wie es besser sein könnte, Informationen weitergeben und im Endeffekt im Alltag die Unterstützung geben, die es braucht, damit jeder selbstständig seine Herausforderungen lösen kann. Weil ich glaube, das ist auch etwas der neuen Zeit. Es geht nicht mehr darum, dass wir Menschen helfen, sondern dass wir die Menschen dahingehend ermächtigen, dass sie es selbst machen können. Weil geholfen ist ihnen eh schon oft worden. Und was haben sie davon gehabt? Ja, und es ist ja auch eine ganz andere Energie dahinter. Ja. Wenn ich jemandem helfe, dann weiß ich, dass es besser war und der andere weiß, dass es nicht war und kommt deshalb zu mir. In der Hoffnung, bitte gib mir das. Das heißt, wir sind automatisch in einer Abhängigkeitsverhältnis. Wenn wir aber gemeinsam etwas erarbeiten, dann sind wir auf der gleichen Ebene. Und dann fühlt sich der,
der vielleicht etwas weniger weiß als der andere, fühlt sich dann aber gleich wertgeschätzt. Ja, und fühlt sich dann nachher, wenn er es allein gemacht hat, viel besser, weil er gesehen hat, ich kann sie ja eh. Ja, und dann geht es halt einfach darum, dass man den Menschen so viel Unterstützung gibt, die es halt bedarf. Und dafür haben wir eben dieses Konzept des ganzheitlichen Sicherheitsnetz im Alltag konstruiert, wo es eben unterschiedlich vom Bedarf an Unterstützung ein abgestecktes Modell gibt, wo es einfach eben nur ums, wenn es nur um Reden, vom Reden, vom Telefonieren, wir haben ja diese Alltagshotline, die 0800 00 74 77, wo wir einfach nur kurze Informationen geben, wo wir reden können, wo jeder, der ein Problem hat, einmal anrufen kann, bis hin zu Mentorengesprächen, Coaching-Sitzungen, wo man eben gemeinsam in einem Setting Themen anspricht, Lösungen für Probleme erarbeitet und so weiter. Bis hin halt auch zur gemeinsamen Begleitung und Bearbeitung irgendwelcher Herausforderungen im rechtlichen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, im psychologischen Bereich. Und das Wichtige, was wir da für uns war, ist, dass es für alle leistbar ist. Das schaut einmal am Anfang jetzt ein bisschen viel aus, aber im Endeffekt, wenn man sich anschaut, was andere dafür verlangen, die davon leben wollen, ist das eigentlich ein fairer Ausgleich. Weil ich glaube, das ist auch ein neues der neuen Zeit ist, dieser faire Ausgleich von Geben und Nehmen. Nicht einfach sagen, ich will jetzt, dass du mir hilfst, ich saug dir die Energie aus, dass du mir hilfst, geben tue ich dir aber nichts mehr dafür. Ja, also ich glaube, das ist auch das, was wir hier leben, dass jeder einen Beitrag leisten darf für das Ganze. Ja, dass wir das Ganze finanzieren, dass wir das Ganze betreiben können. Und so ist es auch, wenn wir als Mentoren auftreten, dann geben wir geben ja auch Zeit, wir geben Energie, wir geben Wissen. Und der andere hat einen Mehrwert davon. Und dieser Mehrwert ist halt, nachdem wir noch immer in dieser materiellen Welt auch leben, den kann man halt am besten eben in diesem Geld als Maßstab messen. Und ich glaube, deshalb ist es auch durchaus okay, wenn jemand Geld dafür bekommt, damit wir das einfach finanzieren können. Und zahlt und einfach als Dankeschön, als Anerkennung für das, was wir für ihn machen, ne? Wie wir ihn unterstützen. Jo, und wir haben ja voriges Jahr begonnen und haben dort auch mit Mentorengruppen die ersten Jahre gearbeitet, wo es auch genau in das gegangen ist, Leute zu begleiten in verschiedenen Aspekten ihres Lebens. Und interessanterweise hat sich ja auch insgesamt, glaube ich, in der Gesellschaft etwas verändert in diesem letzten Jahr, weil im letzten Jahr war es noch sehr stark der Fokus auf, wie können wir uns gegen das System wehren? Wie können wir uns da irgendwie rausnehmen? Und was können wir tun, um dem ganzen Treiben einen Einhalt gebieten? Und im Moment, glaube ich, in den letzten Monaten habe ich immer mehr gespürt, dass viele Menschen sagen, mir ist das schon so wurscht, was passiert. Ich will und kann mich niemand mehr mit diesen ganzen negativen Informationen, Gefühlen, all das auseinandersetzen. Ich will da raussteigen. Und ich will was Neues machen. Und ich glaube, das ist jetzt genau das, wo es auch wieder um die neue Zeit geht, nämlich was tun wir in einer Situation, wo es im Alltag, in der Gesellschaft drunter und drüber geht? Wie können wir uns da am besten, ich sage jetzt einmal am besten für uns auch emotional schützen?
Und immer mehr Menschen, mit denen ich rede, sage, sie wollen immer mehr da jetzt dagegen kämpfen. Weil das kostet so viel Energie und im Endeffekt hat es wenig gebracht. Das heißt also, ich glaube, das Kämpfen ist nie gut. Also wenn man mal, es gibt ja dieses geflügelte Wort, wer beginnt zu kämpfen, der hat schon verloren. Genauso wer beginnt zu argumentieren, hat verloren. Ja? Also ich glaube, dass das nicht die Bewegung der neuen Zeit ist, sondern ich glaube, dass es eben sehr stark jetzt einmal geht darum, das System so sein zu lassen, wie es ist. Ich sage immer, was man nicht ändern kann als Einzelner, warum stecke ich da Energie rein? Da reibe ich mich nur auf. Ich kann aber sehr wohl meine Sicht auf das System verändern. Nämlich, indem ich beginne, in diesem System so zu leben, wie ich gerne dieses System hätte. Das heißt, ich werde ein Leuchtturm der neuen Zeit, strahle etwas ganz anderes aus, werde zum Sender. Und ich weiß nicht, ob ihr euch einmal den Spaß, sag ich jetzt einmal, gemacht habt, einmal bewusst jemanden ganz negativ, aggressiv anzugehen und dann sofort zu wechseln und ihn liebevoll, wertschätzend, lächelnd anzugehen. Hat das schon irgendwer? Probiert das einmal aus. Ihr werdet merken, die Leute reagieren auf euer Verhalten. Und wenn wir anders reagieren oder wenn wir anders agieren, handeln, als das System, so wie es jetzt so üblich ist, dann beginnen die Leute mit das auch aufzusaugen. Und beginnen dann auch in ihrem das in sich aufzunehmen. Und da beginnt Veränderung. Und ich glaube, genau um diese Veränderung geht es jetzt. Wir haben gesehen, dass wir im Außen sehr wenig als Einzelne ändern können. Wir können aber als Gruppe und als Einzelne sehr viel in unserem persönlichen Umfeld ändern. In der Familie, im Beruf, im Alltag, bei Freunden. Wenn wir beginnen, da neu, liebevoll, wertschätzend, all das, was wir wollen, so wie wir wollen, dass die Menschen mit uns verfahren, umgehen. Wenn wir so mit den Menschen umgehen, wird das auch zurückkommen. Und das ist, es gibt ja diese goldene Regel und ich glaube, das ist, ich sage jetzt als Richter, irgendwann einmal wäre schön, wenn es einfach nur noch diese goldene Regel gibt. Ja, weil wenn wir so leben und die anderen Menschen so behandeln, wie wir behandelt werden wollen, dann gibt es keinen Streit mehr in der Welt. Ja? Dann gibt es nur noch wertschätzendes Miteinander, Austausch. Und ich glaube, das ist der Weg, wo wir vielleicht dann auch einmal hinkommen. Und wir können jetzt beginnen. Und wir haben eben dazu jetzt dieses Projekt, dieses Training entwickelt, wo jeder für sich entscheiden kann, wie er in Zukunft mit der Situation umgehen möchte, in der er jetzt ist, mit den Krisen, mit den Plänen der Regierung und so weiter. Wir können entweder weiterhin sagen, alles ist so schlecht, wir sind so furchtbar, wir haben eh nichts, wir können eh nichts tun, oder wir müssen kämpfen und es wird alles noch schlechter und die wollen uns fertig machen und was weiß ich was alles. Ja? Oder wir nutzen das einfach, so wie ich jetzt gesagt habe, und gehen einfach unseren Weg. Unbeirrt den Weg der neuen Zeit. Einfach so zu leben, wie wir leben wollen. Und sich einfach nicht mehr, und uns einfach nicht mehr von dem, was da draußen passiert, so ablenken lassen. Und ich glaube, das geht und vor allem geht es in einer Gemeinschaft, weil wir uns da als Stütze haben gegenseitig. Und in Wahrheit geht es für mich um zwei Fragen, die wir uns stellen dürfen. Wie gehen wir mit uns um
und wie gehen wir mit den anderen um? Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann einmal dann erkennen, dass wir so, wie wir mit uns umgehen, auch mit den anderen umgehen. Weil in den meisten Fällen, sage ich jetzt einmal, ist ja das Außen nur der Spiegel. Also jeder, der, mit dem wir irgendwelche Probleme haben, der und irgendwelche Kriege unter Anführungszeichen und Streitigkeiten haben, der spiegelt ja uns eigentlich nur was. Also wir dürfen uns dann immer schauen, was ist da jetzt eigentlich, was hat das mit mir zu tun? Und Danke sagen und nicht ihn anschreien, wie böse er ist, Danke sagen, da habe ich wieder ein Lernfeld erkannt für mich. Und das ist für mich Resilienz. Resilienz in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit, wo es drunter und drüber geht, wo wir aber dann einfach durch diesen Sturm mit sicheren Segeln durchfahren können. Und das beginnt am Dienstag und wird 2,5 Jahre dauern, also von September jetzt weg, wo es einfach darum geht, dass wir uns wieder mehr mit uns selbst beschäftigen. Nicht so sehr das Außen immer als den Schuldigen sehen, sondern wir schauen wir uns einmal uns an, was möchten wir, wie gehen wir mit Menschen um, was fühlen wir, wie denken wir, welche Gewohnheiten haben wir, welche Werte, welche Glaubenssätze stehen dahinter. Ja? Und einfach auch zu schauen, ob nicht vielleicht wir auch einen Beitrag haben, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Und dazu ist die Methode, die wir haben, ist dieses Gecko-Prinzip, das ich entwickelt habe, wo es im Endeffekt darum geht, dass wir zuerst einmal in die Selbsterkenntnis kommen dürfen, nämlich wie das System funktioniert, wie wir funktionieren, wie wir aufgestellt sind, wie das System aufgestellt sind, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Weil ich sage einmal, das System hat sich seit Corona nicht verändert. Ja. Es ist alles das, was vorher war, gibt es jetzt auch. Und alle Möglichkeiten, die es vorher gegeben hat, gibt es jetzt auch. Nur ist unser Fokus ein anderer. Und diesen Fokus auf diese Erkenntnis zu sehen, dass eigentlich die Veränderung bei uns beginnt. Ja? Und uns einmal mit uns zu beschäftigen, das ist, glaube ich, jetzt die große Chance, die uns diese Zeit bringt. Und dann werden wir erkennen, dass eigentlich vieles, dass wir so entdecken, nur dann geändert werden kann, wenn wir irgendwas tun, wenn wir ins Tun kommen. Selbstverantwortung zu übernehmen und einmal zu schauen, geht es uns wirklich gut und was brauchen wir als Mensch, als Seele, damit es uns gut geht. Und dann haben wir die Kraft, um uns dann durch diese Selbstbewusstheit mit unseren Ressourcen in Verbindung zu bringen und einfach dann Werkzeuge zu entdecken, die uns helfen, dass wir den ganzen, das Chaos, die Krisen, all das, was jetzt im Außen so passiert, besser, leichter meistern können und dagegenhalten können. Und wenn wir dann auch noch dazu kommen, dass wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren, in unsere Selbstliebe und in den Selbstwert kommen, dann erkennen wir, dass wir mit den möglichen fachlichen Informationen und Werkzeugen sehr schnell selbstständig eigentlich alles erledigen können. Und dass wir eigentlich die sind, die selbstbestimmt entscheiden, was wir wollen. Und ich glaube, das ist die große Vision, die jeder hat, selbstbestimmt den eigenen Weg gehen. Und wir beginnen, wie gesagt,
jetzt im Herbst 2023 mit einem Warm-up. Und dazu habe ich dieses Gehe-Modell gewählt, weil ich glaube, das zeigt sehr viel und macht viel bewusst. Wer kennt Gehe? Gehe heißt nichts anderes als Gedanken erzeugen Emotionen, Emotionen führen zu Handlungen, Handlungen münden zu Ergebnissen. Und ich sage jetzt dazu, Ergebnisse sind durch uns veränderbar. Warum? Weil alles beginnt bei den Gedanken. Das heißt, das, was wir denken, werden wir sehen. Und das ist vielleicht auf der einen Seite bedrohlich, aber auf der anderen Seite ist es die Lösung. Und die Kraft zu erkennen, dass wenn wir uns beginnen zu verändern, wenn wir unser Denken, unsere Glaubenssätze, wenn wir das alles verändern, dann werden wir mit Sicherheit andere Ergebnisse bekommen. Also dieser Weg, der lohnt sich mit Sicherheit. Das kann ich jedem schon sagen. Und wir werden dann am 21. Dezember werden wir ein großes Fest machen mit all denen, die sagen, ja, sie wollen jetzt die Chance nutzen, zur besten Version ihrer selbst zu werden. Und wie schaffen wir es, dass wir genau dieses Ja sagen können? Wir werden jeden Monat einen Bereich von diesen vier Bereichen besprechen, arbeiten. Jede Woche wird es ein Thema geben, das wir uns anschauen. Und so wird es ein steter Prozess der Veränderung, der Bewusstsein, der Selbsterkenntnis und der Selbstbewusstheit werden. Weil die Gedanken, die wir haben, die sind essentiell und die meisten von uns wissen gar nicht, was sie denken oder warum sie was denken oder wie denken sie oder wie reagieren sie, weil jede Reaktion auf ein Verhalten von einem anderen Menschen ist ja auch in Wahrheit ein Gedanke. Und dann geht es darum, sich selbst zu kennenzulernen. Ja? Die Emotionen, welche Emotionen haben wir? Wie entstehen diese Emotionen? Wie können wir die Emotionen auch kontrollieren und wie können wir sie in andere Emotionen umleiten? Und wir werden dann auch sehen, was sind unsere Handlungsmuster? Weil wenn wir uns bewusst machen, werden wir sehr schnell drauf kommen, dass jeder irgendwie gleich handelt. Wir haben Gewohnheiten. Und wenn wir uns diese Gewohnheiten anschauen, dann können wir sie auch verändern. Dann können wir konstruktiv mit den anderen kommunizieren und auch beginnen, vielleicht nicht mehr so sehr im Kopf zu sein, sondern vielleicht mehr mit dem Herzen zu entscheiden. Und dann werden sich auch die Ergebnisse verändern. Ja, und mein Wunsch ist, dass möglichst viele einfach diese 4 Monate jetzt auch für sich nützen und vielleicht auch gemeinsam mit uns nützen, einfach einmal den Schritt zu machen, was möchte ich, wie bin ich, wie geht's mir, und dann auch zu probieren, etwas zu verändern in sich, mit sich, in ihren Handlungen, in ihren Denken. Und dann zu schauen, ob das gut ist oder schlecht ist. Und dann auch zu erkennen, dass vielleicht all das eine Möglichkeit wäre, das Leben schöner zu machen, lebenswerter zu machen. Und im nächsten Jahr wollen wir dann einfach nur jeden Monat wieder ein Thema machen, wo es auch wieder um die Veränderung der eigenen Sichtweise geht. Mehr geht es wirklich nicht. Ja. Die Veränderung meiner Beziehung zur Angst. Es geht auch wieder dieses Akzeptieren lernen. Ja.
nicht immer gegen alles zu kämpfen, sondern vieles auch annehmen. Ja? Und dann beginnen, neu wertschätzend, liebevoll, mitfühlend zu werden mit den anderen, vor allem mit sich selbst, weil das ist die Voraussetzung, dass ich dann auch mit anderen Menschen mitfühlend sein kann. Und im Endeffekt werden wir das dann wahrscheinlich 2025 alle brauchen, dass wir so gestärkt sind, dass wir trotz dem, was bis dahin und dann noch vielleicht passieren wird, dass wir dann gemeinsam selbstbestimmt den Weg gehen und uns gegenseitig unterstützen. Und wie schaut dieses Projekt aus? Nachdem wir ein Verein sind, nachdem wir alle arbeiten, nachdem wir vieles zu tun haben und dass ja ein langfristiger Prozess eigentlich der Veränderung ist, haben wir gesagt, wir können nicht irgendwie so ausbildungsmäßig machen, sondern wir wollen etwas bieten, was es so, glaube ich, noch nicht gibt. Weil in der Regel, wenn ihr, habt sicher alle schon mal irgendwelche Persönlichkeitswachstumsausbildungen gemacht, die sind ja alles super. Du bist voll motiviert, gehst hin, kriegst wahnsinnig tolle Sachen und denkst, ah, super, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Und wie schaut es dann nach einer Woche aus? Und genau da wollen wir ansetzen. Wir sagen, wieder getreu unseres Mottos, Selbstverantwortung ist der Schlüssel zur Veränderung. Das heißt, wir machen sehr viel im Selbststudium. Jeder kann sich im Internet jetzt selbst Videos suchen, Links suchen, Artikel suchen, die zu dem Thema gerade passen. Wir werden auch eine Liste von empfohlenen Links, Büchern und Artikeln und so weiter zur Verfügung stellen. Aber es geht darum, dass wir uns selbstständig mit dem einmal befassen und das einfach zu reflektieren. Und gerne kann man dann auch Gruppen bilden, wo wir uns austauschen beim Lernen, oder Lerngruppen ist vielleicht noch das Beste. Und was das glaube ich, der Hit wäre, wenn wir vielleicht auch beginnen, das in die Familie einzubinden, dieses Lernen. Ja? Dass man mit den Kindern lernen, dass man mit den Schwestern, mit den Eltern, dass das einfach ein zentrales Thema wird im Leben, dieses Informationssammeln, Veränderung und beginnen, in den Alltag zu integrieren. Und damit das leichter geht, werden wir uns einmal in der Woche treffen, zu einer Übungsgruppe, wo es sehr stark um Aussprache geht, Austausch, wie geht's einem, wie ist dir gegangen mit dem, was denkst du jetzt, hast du irgendwelche Veränderungen gemacht, wie ist das passiert, wo man sich dann gegenseitig Tipps geben kann, wo jeder sich für sich was rausholen kann, wo wir vielleicht auch Übungen machen werden, wo wir Theorie-Inputte machen für die nächste Zeit. Ja. Das ist alles dieser Rahmen, und diese Übungsgruppe soll vor allem auch diesen inneren Schweinehund überwinden, wo man sagt, naja, jetzt mag ich es nicht. Ja. Weil in der Gruppe kann man einfach leichter lernen. Wenn wir da kontinuierlich dranbleiben, dann werden wir sehen, dass das irgendwann mal ganz normal wird, dass wir uns mit uns mehr beschäftigen. Und zusätzlich gibt es, so wie jetzt im September, auch jeden Monat eines, im September sind es zwei Workshops zum Thema. Da geht es im Serenity Boost, geht es vor allem einmal darum, zu erkennen, wie kraftvoll eigentlich unsere eigene Energie ist, was man mit Energie alles lösen kann. Und es geht auch darum, dass wir uns einmal selbst kennenlernen, dass wir uns einmal beschäftigen mit unserer Konstitution. Ja. Das Human Design ist jetzt in aller Munde. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Werkzeug, weil man einfach erkennt dann, was kann ich und was bin ich und was bin ich nicht. Und da kann ich auch schon vieles abfangen, weil wenn ich, so wie bei einem Auto, ein Fiat 500 wird einfach nicht 200 auf der Autobahn fahren.
Und so ist es bei uns Menschen auch. Ja. Wenn wir das nicht angelegt haben, dann können wir das nicht haben. Auch wenn wir es wollen, wir können es nicht erreichen. Aber es macht auch mehr Erleichterung dann in dem Sinne, wenn wir das annehmen, so wie wir sind, dass wir die Kräfte und die Ressourcen und Stärken, die wir wirklich haben und nicht irgendwelchen Ressourcen und Stärken nachrennen, die wir vielleicht gerne hätten, aber die wir einfach nicht haben. Und so geht es auch mit unseren Werten, mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Fragen, mit unserer Vision und der Berufung. Und mit dem wollen wir uns einfach einmal auseinandersetzen, weil ich glaube, dass das am Anfang ganz wichtig ist, dass wir einmal beginnen, uns kennenzulernen. Und zusätzlich für die, die mehr haben wollen, werden wir auch einmal im Monat anbieten, dass wir uns in dem Rahmen hier in einer vertrauensvollen Umgebung, wo wir wissen, dass wir alles das sagen können, was wir uns denken, ohne dass wir verurteilt werden, die Möglichkeit haben, dass wir uns einfach bewusst einmal mit unserem Alltag befassen. Was ist gut gegangen im letzten Monat? Was ist schlecht gegangen? Was ist besonders? Warum ist es so? Einfach in die Reflexion zu kommen. Aber auch uns mit unsere Sorgen, Ängste, unsere Sehnsüchte mit anderen teilen, ohne dass man dann irgendwie als Spinner abgestempelt wird. Und das ist alles so ein Werkzeug, damit wir uns mehr mit uns selbst beschäftigen. Ja, dass wir wieder mit uns verbinden, mit unseren Gefühlen, mit unseren Wünschen. Weil das ist in der schnelllebigen Zeit geht das alles verloren und dadurch fehlt es uns eigentlich dann auch an Tiefe im Leben. Außerdem wird es eine Meditation geben, die online ist, aber auch hier. Und wir können uns mit unserem kleinen Rumpelstilzchen beschäftigen, wo wir uns dann mal überlegen können, warum ärgert mich der Mensch so? Oder was ist an der Situation so besonders, dass ich ständig mich ärgere mit der Person oder mit der Situation? Und wir werden erkennen, dass da sehr oft unerfüllte Bedürfnisse dahinterstehen, die uns gar nicht bewusst sind, die uns aber leiten und die uns in Gefühle bringen, wo wir glauben, dass das eigentlich der wahre Grund ist. Und ich sage immer, das, was offensichtlich ist, ist nie der Grund. Und das hat mir sehr stark geholfen im Umgang mit anderen Menschen. Weil ich weiß, jetzt, wenn mich der ärgert oder wenn mir da irgendwas auffällt und mich triggert, dann weiß ich, das triggert mich, weil irgendwas dahinter ist. Und das nimmt einfach auch an Angst, an Ärger weg. Ja. Du bist bewusst, du reagierst dann bewusster, nicht mehr so emotional im ersten Moment gleich, blöd, wie blöd bist du, warum machst du das schon wieder so? Ne? Wenn man sich dann fragt, warum man ihm nicht die Zeit geben kann, dann wird man entdecken, dass irgendwo mal irgendwas in der Kindheit, irgendwer was gesagt hat, oder in irgendeiner Erfahrung im Beruf oder was war, das so stark emotional war, dass das jetzt noch immer da ist, aber du hast das irgendwann verdrängt. Also wie ich es immer sage, es geht nie um Schuld, sondern es geht immer nur um deine unbewussten Gefühle. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dem anderen nicht immer die Schuld gibt. Das ist, glaube ich, auch eine Bewegung der neuen Zeit. Sondern, dass alles sein darf, so wie es ist. Und dass wir da in die Annahme gehen und einfach nichts erwarten von den anderen. Weil nichts ist selbstverständlich im Leben. Das gibt es eigentlich. Gibt es, glaube ich, oder? Das ist ja so ein Sprichwort, ne? Nichts ist selbstverständlich. Wir brauchen uns eigentlich nur wieder mit unserer Sprache, mit dem, was in,
in der Vergangenheit so gesprochen, was gesagt worden ist, wo man gedacht hat. Und den brauchen wir eigentlich nur noch wieder ein bisschen auseinandersetzen und wir haben eigentlich die Lösung. Also wir brauchen keine neue Lösung. Ist alles schon da. Und zusätzlich gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit für Leute, die etwas verändern wollen, dass ich zum Beispiel mache es mit Aufstellungen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass andere Leute was bei uns machen. Die Jule zum Beispiel macht Projektionsauflösungen, wo es auch darum geht, dass man erkennt, dass wir in anderen Menschen oft irgendwas sehen, was die gar nicht sind, sondern das einfach bei uns abgespeichert ist und der zeigt uns das einfach. Ja. Und wir reagieren dann auf den Menschen deshalb, weil wir in einer anderen Situation irgendwie eine Verletzung gehabt haben, weil es uns nicht gut gegangen ist, weil uns irgendjemand geärgert hat oder so weiter. Und zur Abrundung hat jeder die Möglichkeit, seine Erfahrung weiterzugeben, in Vorträgen, in Workshops. Da wollen wir auch zum Thema Ernährung viel machen, zum Thema Bewegung, da gibt es alles, was wir machen, auch zum Thema, wie geht es in der Welt um. Ja. Aber das Wichtige bei mir und bei uns ist, das Wichtige für mich und für uns ist dann auch, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht Angst schüren, ja, so wie es in den Telegram-Kanälen aus meiner Sicht jetzt die letzten Monate immer schlimmer wird, sondern es ist wichtig, etwas zu wissen, aber nicht in der Emotion zu sein. Also möglichst dissoziativ etwas einfach so zu nehmen, zu erkennen, die Information aufzunehmen, damit wir dann die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu entscheiden, wie gehen wir mit dieser Information um. Und wir brauchen natürlich auch Informationen, auch Informationen zu dem, was vielleicht noch kommen wird, welche Pläne es gibt, aber nicht so sehr, um uns Angst zu machen, sondern um uns vorzubereiten. Und falls das eintritt, haben wir schon die Variante, wie wir damit umgehen. Und wenn wir wissen, wie wir damit umgehen, dann haben wir keine Angst mehr, dann werden wir nicht mehr in der Ohnmacht sein, sondern werden wir einfach gelassen sein und wenn es kommt, kommt es, wenn es kommt, wenn es nicht kommt, kommt es nicht, weil wir wissen ja, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen denen, die jetzt sehr viele, die jetzt immer in diese Angst, in diese Unsicherheit kommen, weil immer so viel plötzlich kommt. Plötzlich kommt irgendein ein Thema, eine Gefahr auf uns zu und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns schon vorzeitig damit beschäftigen, was sein könnte und dann mögliche Lösungen entwickeln und in den Schubladen haben, dann passiert das einfach nicht, weil wir die Gelassenheit haben, weil wir genau wissen, wie wir dann reagieren. Und gleichzeitig eben zu den Vorträgen würden dann auch Filme dazu passen, aber auch Filme, wo wir vielleicht dann nachher diskutieren können. Wie sehe ich das? Ist das ein möglicher Lösungsweg? Da gibt es so viele tolle Filme, gezeigt wird, was so zukünftig, so Science-Fiction-Filme, was passiert, was passieren könnte. Also die haben uns ja alles eigentlich schon in den Hollywood-Filmen eh schon gesagt. Aber es gibt auch Filme, wo man sieht, wie Leute im Widerstand sind, was mit denen passiert zum Beispiel. Wollen wir das? Wie gehen wir damit um? Wie weit gehen wir? Oder auch Filme, wie vielleicht neue Techniken genutzt werden können. Also da gibt es ein breites Spektrum. Und wenn jeder, der irgendwie ein Thema sich anschaut in der Nähe und einen guten Film hat, wäre super, weil da können wir uns den gemeinsam anschauen. Und zu guter Letzt kommt auch das Gesellschaftliche nicht zu kurz. Wir haben jeden letzten Montag im Monat einen Stammtisch, wo wir uns immer ein Thema vornehmen und wo wir einfach locker reden. Und das Ziel ist, zum einen einmal ein Thema zu reden, aber dann auf der anderen Seite auch zu lernen,
die Meinung von anderen stehen zu lassen. Weil in Diskussionen habe ich irgendwie oft die Erfahrung gemacht, dass man schnell ins Argumentieren kommt und jeder glaubt, seine Version und seine Meinung ist die richtigere, und dann versuchen wir uns gegenseitig zu überzeugen. Das ist klar kein Austausch in Wahrheit. Ja. Und Austausch der neuen Zeit ist für mich, dass wir uns einfach austauschen im Sinne, ich sehe so, du siehst das so, okay, danke, schön. Warum siehst du das so? Das ist ja interessant, das habe ich noch nicht bedacht, das kann ich jetzt übernehmen, super. Ja, und dass wir einfach auch erkennen, dass wir in Gruppen, auch wenn es andere nicht so sehen, dass wir das einfach sagen dürfen und einfach für das nicht verurteilt werden. Und wenn wir wollen, können wir da auch natürlich auch Gesellschaftsspielerabende, wir haben das bis jetzt schon mal gehabt, wer gerne Spieler spielt, Gesellschaftsspiele, sehr herzlich willkommen in der Gruppe, können wir gern machen. Und im Endeffekt schaut der Plan dann irgendwie so aus, dass wir immer irgendwelche Angebote haben. Und ja, natürlich wird nicht jeder immer teilnehmen können, aber mein Ziel ist halt einfach, ein Angebot zu machen, und der kommt, und man weiß, was da ist, und jeder weiß, was es da gibt, und man kann einfach, wenn es interessiert, einfach dabei sein. Und wenn man nicht dabei sein kann, haben wir auch Online-Angebote von Aufstellungen, von Begleitungen, Coachings, Aussprachen, das gibt es also online genauso. Weil heutzutage, das ist auch ein Thema, das mir, wo ich sehr stark im Widerstand war, aber wo ich einfach erkannt habe, wie toll online jetzt ist, ja, weil du kannst mit über zigtausend Kilometer kannst du mit Leuten kommunizieren. Du kannst genauso gut mit Leuten arbeiten, in Coaching oder in Aufstellungen online wie da hier. Ja. Ich glaube viele nicht, aber das Online ist, glaube ich, ist eine ganz tolle Sache, weil einfach der Radius größer wird. Ja, und nachdem wir ja alle noch im Materiellen sind und nachdem ich glaube, dass für alles, was wir bekommen, wir auch was geben dürfen, gibt es eben diese Projektbeiträge, wo wir jetzt für 18 Euro im Monat, das ist die Mitgliedschaft, wo alles drinnen ist, und wir freuen uns, dass jeder, der zu uns kommt und irgendwie mit uns etwas macht, dass er dann einfach einen Ausgleich gibt dafür, dass er etwas mitgenommen hat. Und das Ganze passiert bei uns, wobei meine Vision ist, dass wir hier einmal beginnen mit einem Beratungs- und Trainingszentrum. Das heißt also, wenn Leute hier etwas machen möchten, wenn sie sagen, ich suche einen Raum, wo ich meine Arbeit machen kann, der von der Energie her passt, wo die Gemeinschaft passt, wo ich mich gut aufgehoben fühle, ist jeder herzlich willkommen, auch hier bei uns mit uns gemeinsam diese Arbeit zu machen. Und nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, dass jeder Kontakt abfällt, wenn man sich nicht regelmäßig trifft, finde ich es ganz, ganz wichtig, auch das, was wir jetzt am Donnerstag haben mit den IP-Stammtischen, dass wir uns auch im Verein, haben wir das auch schon gehabt, dass wir uns ganz wichtig treffen müssen, zumindest einmal im Monat. Wir haben am ersten Freitag im Monat den Bubble-Treffen. Das ist ein Vernetzungstreffen, wo jeder herzlich willkommen ist, der mit uns mitmachen möchte. Also auch von anderen Gruppen, wo wir einfach uns gegenseitig die Gruppen übergreifend sehen, wo wir sprechen können, uns kennenlernen können, wo wir neue Ideen entwickeln können, wo wir neue Projekte machen können. Und der dritte Freitag im Monat ist unser Infoabend, wo wir uns auch treffen.
weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass die Kontakte nicht abbrechen und regelmäßig uns sehen und schauen, wie es uns geht. Jo. Und wer immer sich jetzt angesprochen fühlt, hier diese Gemeinschaft leben zu möchten, zu wollen, diese Gemeinschaft zu unterstützen, ist herzlich willkommen. Und wir freuen uns heute auf jedes neue Familienmitglied. Und ich danke euch, weil ich sehe euch auch schon als Familie, weil ich glaube, dass da ganz viel Potenzial ist, dass wir mit Idealism Prevails da gemeinsam ganz, ganz tolle Sachen noch machen werden. Danke euch. Idealism prevails. Make the world a better place.